Hello everybody out there, a hearty welcome to you. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Geschichte, to a new story out of The Merchant and the Parrot, der Kaufmann und der Papagei. Heute zuerst die englische Geschichte und danach die deutsche Geschichte. And the story today is called The Shared Sorrows. And I think this is a story that everyone can rely to. The Shared Sorrows. Go on and sleep. Tomorrow is also a day from God, groaned a wife, after her husband had tossed and turned 100 times. When you are so restless, I can't sleep either. Oh, my wife, complained the husband. If you had my problems. A few months ago, I signed a note, and tomorrow it's due. Poor me. You know, I don't have a bit of money in the house. And you also know that our neighbor, to whom I owe the money, can be more poisonous than a scorpion when it's a question of money. Oh, poor me. How could I sleep? At that point, he again tossed back and forth 10 times. All his wife's attempts to calm him down and to strew the sands of sleep in his eyes were to no avail. She tried to comfort him by saying, wait till morning, then things will look different and perhaps we'll find a way to pay the money. Nothing, nothing will work, groaned the man. Everything is lost. Finally, his wife lost her patience. She went out onto the roof garden and called over to the neighbor, you know, my husband owes you a debt, which comes due tomorrow. I want to tell you something you don't know. My husband can't pay the debt tomorrow. Ha! Without waiting for an answer, the woman ran back into the bedroom and said, if I can't sleep, my neighbor shouldn't either. Full of defiance, she crawled into bed while her husband pulled the sheet high up over his ears and lay there anxiously, his teeth chattering. But soon, all was quiet. And nothing more could be heard but the even breathing of the couple. What a wonderful Persian story. Was für eine wunderbare persische Geschichte. Und auf Deutsch heißt diese Geschichte die geteilten Sorgen. Ach, schlaf doch bitte, morgen ist auch ein Tag Gottes, stöhnte eine Frau. Nachdem sich ihr Mann 100 Mal im Bett sorgenvoll von einer Seite auf die andere geworfen hatte. Wenn du so unruhig bist, kann ich auch nicht schlafen. Ach, Frau, jammerte der Ehemann, wenn du meine Sorgen hättest. Vor Monaten habe ich einen Wechsel unterschrieben und morgen ist dieser Wechsel fällig. Ich Ärmster, du weißt, dass ich keinen Tumann Geld im Hause habe. Und du weißt auch, dass unser Nachbar, dem ich das Geld schulde, giftiger sein kann als ein Skorpion, wenn es um sein Geld geht. Oh, ich Ärmster, wie könnte ich denn schlafen? Daraufhin warf er sich wieder 10-mal von einer Seite auf die andere und alle Versuche seiner Frau, ihn zu beruhigen und ihm den Sand des Schlafes in die Augen zu streuen, schlugen fehl. Sie versuchte ihn zu trösten. Warte bis morgen, dann werden die Dinge ganz anders aussehen und vielleicht finden wir doch einen Weg, das Geld zu bezahlen. Ach, nichts, aber auch gar nichts nützt, stöhnte der Mann. Alles ist verloren. Da verlor schließlich die Frau die Geduld. Sie ging auf den Dachgarten und schrie zu dem Nachbarn hinüber. Ihr wisst, mein Mann schuldet euch einen Wechsel, der morgen fällig ist. Ich will euch etwas sagen, was ihr noch nicht wisst.
Mein Mann kann morgen den Wechsel nicht bezahlen. Und ohne eine Antwort abzuwarten, rannte die Frau ins Schlafgemach und sagte, so, wenn ich nicht schlafen kann, soll mein Nachbar auch nicht schlafen. Und trotzig legte sie sich ins Bett. Während der Mann das Leinentuch bis hoch über die Ohren gezogen hatte und ängstlich mit den Zähnen klapperte. Doch bald darauf war Ruhe eingetreten und nichts mehr war zu hören als der gleichmäßige Atem der beiden Eheleute. Die nicht von Ärzten betriebene Volkspsychotherapie bedient sich Methoden, an denen vor allem Listigkeit und Raffinement bemerkenswert sind. Man versuchte, so gut es ging, dem Partner, dem Gegner, den herrschenden Normen und gesellschaftlichen Mächten, aber auch den eigenen Ängsten ein Schnippchen zu schlagen. Damit sind verschiedene Arten von Entlastungen verbunden, von denen eine in der Geschichte die geteilten Sorgen beschrieben wird. Die Frau half sich und ihrem Mann, indem sie Gerechtigkeit, so wie sie sie verstand, herstellte. Wenn ich wegen meiner Sorgen nicht schlafen kann, warum dann der andere? Diese subjektive Gerechtigkeit löst zwar das Problem nicht, die Schulden werden dadurch nicht abgegolten, aber man hatte das Gefühl, dem Gläubiger nicht mehr hilflos ausgeliefert zu sein. Es ging ihm nun nicht besser als einem selbst. So, ich hoffe, ihr findet heute auch in der einen oder anderen Notsituation eine Möglichkeit, euch zu entlasten und dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Denn in der Ruhe, die darauf folgt, wenn der Atem der beiden Eheleute gleichmäßig zu hören ist, dann fällt einem doch vielleicht die eine oder andere Lösungsmöglichkeit ein. Und ihr wisst ja, wie wir so gerne in der positiven Psychotherapie sagen, wenn es für ein Problem keine Lösung gibt, dann gibt es immer noch drei Auswege. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen Geschichte von der Kaufmann und der Papagei, jenem fantastischen Buch, das dieses Jahr im März 2019 ein Jubiläum feiert, nämlich 40 Jahre der Kaufmann und der Papagei, März 1979 bis März 2019. Schaltet also morgen wieder ein, wenn ich eine neue Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei lese. Bis dann.